Ja, hallo Leute, 12. Let's Play von RuneScape hier. Wir waren letztes Mal bei diesem Gemäuer, glaube ich. Ja, bei dieser Kirche. Und ja, bald, also wie schon angekündigt, werde ich bald Let's Minigame machen. Nur diese Woche wahrscheinlich nicht mehr, weil es mir zeitlich diese Woche nicht mehr reicht. Und ja, ich muss dann ja auch noch ein geeignetes Game suchen und ja, das reicht halt nicht mehr diese Woche. So, und dieser verflixte Kobold ist mir jetzt erstmal abgehauen. Ziemlich ärgerlich, aber naja, hier habe ich ihn wieder. Und ein Levelaufstieg in Verteidigung gab es auch gleich. Level 16 bin ich jetzt in Verteidigung. Und da ist der Kobold auch gleich weg. Ja, was hinterlässt er denn? Ach, schon wieder keine Perle. Nur gottlose Asche. Ah. Die braucht man nicht, diese gottlose Asche. Die braucht man einfach nicht. Lol, hier kann man die Schafe kann man hier scheren. Das werde ich gleich mal machen, nachdem ich diesen faulen Bock hier, diesen Bock besiegt habe. Dieser Bock, der ist gleich weg. Und weg ist er. Ah, der hinterlässt leider nur Knochen, aber ich guck mal. Ja, das schere ich und da fliegen auch schon die die Wollknäuel durch die Lüfte. Hier kann man die kann man glaube ich auch noch spinnen die. Spinnen die. Nein, diese Wolle kann man spinnen. Da gibt's glaube ich an so einer Hühnerfarm so ein Spinnrad. Das ist glaube ich eine Quest, glaube ich. Ich weiß gerade nicht. Ja, vielleicht mache ich die sogar. Ja, ich teleportiere mich mal hier. Hö, was das? Hä? Hä? Was ist? Wo bin ich? Feldwebel Ungemach hat mich geholt. Sie können in einer Minute wieder ihren Geschäften nachgehen, Gefreiter. Jetzt hören Sie erstmal zu. Los, machen Sie Sit-ups, Gefreiter. Okay. Sit-ups. Oh. Ist das anstrengend? So. Das ist die falsche Matte, sie wiegt. Sehen Sie sich gefälligst vorher die Schilder und benutzen Sie die richtige Matte für Ihre Turnübungen. Runter mit Ihnen, machen Sie Liegestütze. So, hier. Ach so, da sind diese Symbole, da kann man erkennen, welche Matte man benutzen soll. Ah, hopp hopp, ich will Hampelmänner sehen. Das ist hier. Nee, wo ist das? Ja, das ist wieder hier. Ja, auf derselben und da hampelt er sich auch. Runter mit ihnen, machen Sie Liegestütze. Hier, dahinter. Lol, da ist ja schon wieder einer. Bin ich wohl nicht der Einzige, der sich hier zum Affen macht, ne? So, hopp hopp, ich will Hampelmänner sehen, Gefreiter. Ja, mach ich das doch gleich mal. Hier, einfach nur stehen bleiben, draufklicken und dann. Wie ein aufgescheuchtes Hühnchen hier. Los, machen Sie Sit-Ups. Das ist auch hier, oder? Ja. Sauber. Los, los, ich will was sehen. Sie scheinen es tatsächlich geschafft zu haben, Be Gefreiter. Nehmen Sie Ihre Belohnung und gehen Sie mir aus den Augen. Ja, nicht so unfreundlich. Gott, ey. Und was ist jetzt? Du hast eine kleine Aufmerksamkeit. Ein Geschenk. Ich gehe mal drauf. Ja, da kann man sich was aussuchen. Antike EP-Lampe. Auf einem Kostüm sparen. Schmuck ungeschliffener Saphir. Saphir. Ah, was nehme ich? Ich glaube, ich nehme die EP-Lampe. Guten Tag, King Kamikaze. Ja, so ist mein Nickname. Hier habe ich die. Ich reibe hier die Lampe. Ja. Hier sieht man, in was man sich alles leveln kann. Also, falls ihr wollt, also ihr könnt mir Vorschläge schicken, wie ich mich leveln soll. Also, in welcher Fertigkeit ich mich leveln soll. Ihr könnt, ja, Vorschläge schicken, Kommentare, Privatnachrichten, falls ihr euch die Zeit nehmt. Und dann teleportiere ich mich hier erstmal nach Lumbridge. So, ich habe gerade schon gesehen, die haben diese Animation, diese Teleport-Animation überarbeitet. Die sieht jetzt sehr schick aus und da ist gleich wieder eine Neuigkeit. Also ich glaube, die haben hier
Was ist das? Lumpet Magnetit. Ach, da wird man jetzt hin teleportiert. Höhö, lustig. Okay, ja, ich wollte zu dieser Farm. Ich muss mal gucken, ob ich die noch wiederfinde. Ich laufe mal weiter hier. So. Wo führt mich das Schicksal hin? Zur Hühnerfarm. So, ich gehe mal weiter, 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 weiter. Ja, da sind auch schon die Schafe, die da zu dieser Farm dazugehören, glaube ich. Ja, das sind die meiner Meinung nach, oder meiner, besser gesagt, meiner Erinnerung nach, sind das die Schafe, wo man so scheren sollte und dann, wie heißt es jetzt? Ah ja, spinnen. So, jetzt muss ich aber erstmal diesen Bauer da drin ansprechen. So, ich gehe da mal rein. Und mal schauen, was der alte Knacker mir zu sagen hat. Ansprechen. Fred der Bauer. Was machen Sie auf meinem Grundstück? Sie sind nicht derjenige, der alle meine Gatter offen stehen und meine Schafe entkommen lässt. Ich suche nach Arbeit, wähle ich hier mal. Wirklich? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, jetzt sind wir auf einmal freundlich. Ich benötige jemanden, der meine schwarzen Schafe schert. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Wolle dann auch zum Wollknäuel spinnen könnten. Muss denn es dann denn schwarze Wolle sein? Ja, ich habe einen Kunden, der nur schwarze Kleidung trägt. Er sieht damit cool aus. Das ist bestimmt so ein James Bond, ey. Oder so ein Barack Obama. So. Was es nicht alles gibt. Ne? Genau, wenn sie mir 20 schwarze Wollknäuel bringen, lässt sich mit Sicherheit eine Belohnung arrangieren. Ist das ein Abenteuer? Nein, nur ein Job. Ich gebe ihnen Arbeit und ich bezahle sie dafür. Ist gut, ich werde für sie arbeiten. Gut, hoffentlich wird ihnen das Ding nichts anhaben. Aber eins noch, wissen sie eigentlich, wie man Schafe schert? Natürlich. Und wissen sie auch, wie man Wolle zum Wollknäuel spielt? Da bin ich sogar ein Experte. Dann können Sie hier aufhören zu grinsen und mit der Arbeit anfangen. Ich bezahle Sie stundenweise. Ja. Ich würde mal sagen, wir scheren da mal. Ja, aber dann tue ich hier die ganzen Erz fallen lassen, weil das ist ja nur unnötig Platz in meinem EP. Und dieses Schafteil können wir dann auch mal fallen lassen, weil wir brauchen ja Schwarze und ich würde ja diese Scheide jetzt anzünden, aber ich bin, glaube ich, erst Level 14 in Funken schlagen. Nee, sogar erst Level 13. Mann, ich sollte mich schämen, in die Ecke stellen und schämen. Aber dazu noch wann anders. So. Nein, fallen lassen. Ich habe außerdem noch auf Untersuchen. Die Rune brauche ich auch nicht mehr. So, hier habe ich jetzt noch 3 Sachen. Das reicht, glaube ich, um 20 Teile da im Inventar zu behalten. Ich fange jetzt mal diese EP, diese Quest an und werde sie dann wahrscheinlich in der nächsten Folge voll fertig machen, wenn es reicht. Also ich muss mal gucken, vom zeitlichen her. Na, ich mache auf Rennen, dann geht's ein bisschen schneller. Jo, fertig. Hier, gleich das nächste. Wie bei einem Schaffriseur geht's hier. Ah, geht aber doch relativ schnell. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das ein wenig länger dauert, aber eine, sagen wir mal, eine angenehme Überraschung, ne? Also, es ist schon okay. So, haben wir gleich das nächste. Hier, da hat noch jemand Feld dran. Gleich nicht mehr. Klapp. Da fliegen die Schaffetzen. Da fliegen die Hautfetzen durch die Gegend. So, gleich das nächste. Hier. Das ist noch ganz schön dick. Nicht, dass es dem im Sommer zu warm wird. Mit dem ganzen Fell hier, oder mit der ganzen Wolle besser gesagt. Da hinten ist, glaube ich, noch eins. Ja, das muss dringend geschert werden. Dringend. Hier. Hier ist das nächste. Da ist wieder eins. Kann man gleich scheren. Jawohl. Hier, los. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, 7 brauche ich noch. Ging jetzt relativ schnell. Vielleicht schaffe ich es sogar noch in dieser Folge, aber ich denke mal eher nicht, weil ich jetzt auch bald aufhören werde, diese Folge. Und ja, müssen wir mal schauen. Hier ist eine
So. Ich tue einfach mal mein Inventar voll machen. Mal sehen, wie viel. Hey, jetzt rennt es noch weg, dieses unverschämte Balk da. Hey, ich glaube, ich bin. Los. Los. Ich warte nicht mehr lang. Naja. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr werdet nächstes Mal wieder dabei sein. Bis dann.